Mia Baron. Morgen, Herr Swoboda. Herr Baron, bitte Platz. Tonne, einschöpfen. Nein, nein, heute nicht rasieren. Hm? Nur frisieren und ein bisschen wellen. Aha, bitte, Herr Baron, das gehört. Wellen machen wir was Schönes. Jawohl. Anders? Ah, oh, einzige, was er kann. Na? Bitte Platz, bitte. Ich steck das Werte befinden, Herr Baron. Danke, ich kann nicht klagen, ausgezeichnet. Na. Mein Gott, er ist ja willig, aber blöd. Na. Bitte. Der Baron schaut aber jetzt so wunderbar aus. Ja? Dann immer jünger. Wirklich war so frisch, so zufrieden, so glücklich. Ja, hat auch einen tieferen Grund. Ja? Ich feiere heute Abend meine Verlobung. Wirklich? Und gratuliere. Na, da werden wir ein schönes Kopfhörer machen, selbstverständlich. Sogenannte Verlobungswellen. Bravo. Die Woche mit den Nest, der stinkt mir aber auch was. Bin schon wieder da. Hören Sie, lassen mich da eingeseift in der Luft verhungern. Ja, Hauptmann, bitte müssen Sie entschuldigen, aber bitte Kinder müssen. Sanja, das ist ja ein Bub, zu blöd ist er. Man sagt ihm 100 Mal in etwa und der. So, bitte, es ist ja gleich wiederum. Sie waren ja ein bisschen eingedrückt. Wenn ich fragen dürfte, wie sind denn der Herr Hauptmann? Nein, wie sind denn der Herr Hauptmann mit meinen Willi zufrieden? Naja, er macht sich ganz gut. Ich habe ihn jetzt ausnahmsweise in der Burgmusik trommeln lassen. Er trommelt großartig. Ja, ja, trommeln kann er. Das kann er, aber da haben wir nichts davon. Nicht wahr? Rasieren soll er können, gut rasieren. Einen schönen Haarschnitt soll er machen können. Aber nicht so. Ach ja, mein Gott, man hat ja so schwer. Hat man's. Bitte, jetzt fängt er sogar zum Komponieren an. Was machst du denn? Was machst du denn, um Gottes Willen? Das ist ja furchtbar. Das sind keine Wellen, das sind Stecker, du hast ja sowas. Ja. Furchtbar, unglaublich. Mein Gott, wenn man sich nicht. Nichts vergisst, nichts vergeht, haben wir mit. Was soll ich? Frau Gorotlin, Frau Gönnes, so hat es gebrochen. Ja, dann hätten Sie es halt selber gemacht. Ich kann auch nicht alles machen, bitte einfach. Ja, warum entschuldigen? Ich kann auch nicht alles machen. Wir werden es errichten. Wir werden. Die werden Roller. Was für eine Tiroler? Ein Roller, ein Ding, sind Schweizer. Schweizer. Bitte. Nur langsam. Na, also jetzt haben wir's, es geht ja eh. Na, es geht nicht. Ich furchtbar. Furchtbar. In Lehmann bringen wir. In den Lehmann? Dicken Lehmann. Lehmann. Dicken. Zum Frisieren? Ja, zum Frisieren. Einen Lehmann. Ja, da. Das will ja. Haben wir's. Bitte jetzt nur ruhig. Ja, Sie drücken ja so. Nicht hinten, bitte. Wir müssen miteinander arbeiten. Sonst kann man nicht. Oha. Jetzt wird es gehen. Na, muss ich geduldig haben. Jetzt geht. Na, hoffentlich. Ja, das sehe ich. Ja. Das sehe ich, das habe ich ja sofort im Gefühl. Jetzt geht es. Gehen's? Oh, nicht. Na, gehen's. Na, das ist ja. Da gibt's nur eins. Aufdunsten. Was? Aufdunsten. Heiße Tücher? Nein! Ruhig! Was ist denn? Ja, nix. Ja, wird man immer mehr schwindelig. Bei Dunstumschlägen wird man immer schwindelig. Das macht nichts. Das ist der momentan. Bitte, das ist so. Heiß, aber gut. Sie aber machen mir eine Glühbirne. Das macht nichts, Herr Baron, aber in zwei, drei Stunden ist alles vorbei. Na, also, schon besser. Nicht, aber es wird schon leichter. Hol Sie der Teufel. Muss man wieder. Ich einschärfen. Zum dritten Mal. Wann rasieren Sie mich eigentlich? Jetzt, Herr Hauptmann, jetzt. Bitte. Von was haben wir denn überhaupt? Ja, von meinem Willi haben wir gesprochen. Warum ich dagegen bin, dass er komponiert. Ja, Sie sind dagegen, weil Sie ein amusischer Mensch sind. Wie? Was bin ich? Bin Musiker? Sie sind eben unmusikalisch. So? Ich bin unmusikalisch. Hoppla. Das heißt, hoppla, jetzt haben Sie mich geschnitten. Nein, nur geritzt. Es geritzt dann alle an. Allein, ich bin unmusikalisch. Hört ihn doch. Ich bin nur, bitte, ich beherrsche vier Instrumente. Bitte, Violin, Gitarre, Harmonika, Flügel. Ein narrischer Friseur. Jetzt geht's schon. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hofrat. Verehrten Hofrat. Ja, Herr Hofrat. Bitte, Platz, bitte. Dankeschön. Trifft sich sehr günstig. Steh sofort zur Verfügung, bitte. Das ist ja ausgezeichnet. Der Herr kocht ja. Nein, er dampft nur. Ja. Was machen wir denn, bitte? Den Port ein bisschen herrichten. Ja, den Port, bitte.
Brennessen. Gut, dass es wieder ein bisschen aufgeheitert hat. Das war schon so deprimierend, ununterbrochen zu reden. Herr Swoboda, nicht viel reden. Ne? Ich habe heute eine schlechte Nacht hinter mir. Ich möchte hier ein bisschen schlafen. Ja. Angenehme Ruhe. Was ist denn? Angenehme Ruhe. Es ist mir leid, ich hätte den Herrn Hofrat das gern so erzählt. Schlaft schon. Herr Chef! Was? Ich glaube, der Herr Baron ist ohnmächtig geworden. Nein, das hast du wohl zu heißen Tücher gegeben, gib mir schnell zum Riechen. Was denn? Zum Riechen, was Schwaches. In Heuressig. In Heuressig, in Salmiak. In Salmiak. Mein Gott, die Buben. Unter die Nase muss er mich halten, aber nicht so. Nicht so nahe, sonst, dass er sich nicht anhält beim Nissen. Gott sei Dank, ihr lebt schon wieder. Siehst du, jetzt fängt man der zum Brennen an. Mein Gott, da zieht man das ganze Geschäft an. Mit dem Botschaftenbord. Was machen wir denn hin da? Gut. Bitte, Herr Hofrat, sollen wir den Bart nicht ein bisschen stutzen? Halten Sie es für nötig? Oh ja, sehr. Na, dann stutzen Sie ihn halt ein bisschen. Stutzen? Na. Ja, ne? Moment. Ist besser. Ist es besser? Ja? Ja, ist besser. Das ist, bis ich schaue ja aus wie der Karo König. Es ist nur momentan, aber man gewöhnt sich dran. Aber ich kann doch nicht mit halbem Bart herumlaufen. Mach mal ein Spitzbärtel. Das war ein Spitzbärtel. Ja, es war ein Ziegenbärtel. Sie. Mach mal Spitzbärtel, mach mal alle Napoleon. Alle Napoleon, sie hat gar keinen gehabt. Na, der dritte schon. Der ganze kleine Schulze. Mach mal. Sie wird besser sein. Schön langsam. Hoppla. Jetzt wird's gut. Hm? Lass nicht. Oder ja? Nicht in der. Den Zimt, oder? Das gefällt Ihnen? Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Eben. Na, was machen wir da jetzt? Ja, also, Nehmen wir ihn weg. Nehmen Sie ihn. Sie. Was? Na, das auch noch! Das Junge kriegt mit solchen Sachen geschehen. Man wird auch nervös. Bitte, das habe ich ja nicht gewusst, dass ich... Was auch her? Na, jetzt ist es jetzt besser? Hm? Entsetzlich! Furchtbar. Ich habe nicht gewusst, dass sie... Habe nicht ahnen können, dass sie unter Bord... so ein Gesicht haben. Sie, diese Kritik kommt Ihnen nicht zu, ja? Also ich finde die Situation kurios. Ich soll mich mit einem Mann verloben, den ich gar nicht kenne. Ich weiß überhaupt nicht, wie er ausschaut. Ja, vielleicht erinnerst du dich an ihn, wenn du ihn siehst. Und was soll ich dann sagen? Das ist doch ganz einfach. Du gehst zu ihm hin und sagst, grüß dich Gott. Wie heißt er denn eigentlich? Mich fragst du. Ah ja, Felix. Also du sagst, grüß dich Gott, Felix, und gibst ihm einen Kuss. Hoffentlich gehe ich zum Falschen. Aber wie kannst du denn zum Falschen gehen? Du kennst doch alle Leute, die ich eingeladen habe. Und der eine, den du nicht kennst, das ist eben dein Bräutigam. Ach, die Musik fängt schon an. Das heißt, dass die ersten Gäste gekommen sind. Mein Kopf zerspringt. Also ich lass mich jetzt überraschen. Grüß dich, ja. Mein lieber Felix. Oh. Was ist denn, was hast du? Ich bin auch ganz schwindig von den heißen Tüchern. Was denn für heiße Tücher? Ach, das ist ein Swoboda. Darf ich vorstellen, Baron Swoboda, Verzeihung, Baron Sondorf, Baron Riedel, Graf und Gräfin Zettwitz, Herr und Frau von Carnot, ja. Sie, Fürst und Fürstin Ilsenstein, und da ist deine Frau. Wo? Dort, die Nanette. Guten Abend. Bitte? Gratuliere. Danke. Gratuliere. Danke. Grüß dich, Felix. Verzeihung. Ja, Tante, ich muss dich dringend sprechen. Ich muss etwas aufklären. Ja, aber später, nach Tisch, ja? Wo ist denn die andere? Welche andere? Deine andere Nichte.
Aber ich hab doch nur die eine. Was? Nur diese?